Ich möchte ein Bier sehen, so groß wie der Schliersee. Und ich war ein Fisch, und sonst möchte nix. Rita bam bu. Ah, das war in den 50er, 60er Jahren ein ganz großer Hit hier in Bayern. Ein Hit der drei lustigen Mosacher. Und ne? Das sind die, die haben auch das Lied rausgebracht. Wie war das? Mach mal Brotzeit, Brotzeit ist die schönste Zeit, weil ein dann die Arbeitszeit wieder besser gefreut. Ein Rippel und ein Bier, das hab ich ja bei mir. Der Wutteratati, denn der Mensch ist keine Maschine, drum was sag ich, mach mal. Und so weiter. Naja, jedenfalls die Geschichte mit dem Schliersee, das ist ja wohl so ein im doppelten Sinne feuchter Traum eines Alkoholikers, ne? Ah. In Bier schwimmen, ne? Den Alkohol durchs Atmen in sich einsaugen. Unter völliger Umgehung der Alkoholsteuer. Ne? Und der Mehrwertsteuer auch. Und des Einkaufspreises und des Verkaufspreises, ne? Auch. Ganz toll. Also, was kann man vom Leben mehr erwarten als sowas? Ne? Naja. Und dann ist da noch bei Gelegenheit des Themas Alkohol, fällt mir ein, in den 70er Jahren habe ich in der Bildzeitung gesehen, eine, wie sagt man, ein kleines Artikelchen. Die Bildzeitung ist alles nur ein kleines Artikelchen. Und da wurde berichtet, dass Astronomen im Weltall, ja, wo sonst, ne? Also ich meine, alles was passiert, passiert hier, passiert im Weltall. Ne? Also auch, dass ich hier sitze und hier dummes Zeug in die Kamera quatsche, ne? Ist auch im Weltall. Naja, ist egal. Jedenfalls, die amerikanischen Wissenschaftler haben festgestellt, dass im Weltall eine riesige Wolke aus reinem Ethylalkohol schwebt. Ne? Eine Wolke, die nicht aus sich heraus leuchtet wie ein Stern, ist klar, sondern von den Sternen beschienen wird und von daher leuchtet. Gut. Oder haben sie es auch nur in irgendeinem anderen elektromagnetischen Spektrum entdeckt. Ich weiß es nicht. Elektrum in einem anderen elektromagnetischen Wellenbereich entdeckt. Ich weiß es nicht. Na gut, jedenfalls, in diesem Artikel stand dann eben drinnen, diese Wolke hätte eine Masse von so und so viel Millionen Tonnen. Ne? Gut, das ist noch soweit korrekte und nachvollziehbare und unverzichtbare Information, muss man wissen. Na, aber dann sagt der Autor dieses kleinen Artikels, dass die ja, diese Masse entspräche so und so viel Millionen, zig Millionen, hundert Millionen, eventuell Milliarden Hektolitern
reinen Alkohols, na? Und da hast du dann schon gemerkt, oha, oha, na? Da hat sich anscheinend ein alter Saufkopf in eine bessere Welt geträumt. Ne? Ah, wer dort sein könnte, bei dieser Alkoholwolke. Ne? Muss man dazu, habe ich das schon erwähnt, Ethylalkohol natürlich, ne? Also trinkbarer Alkohol. Ne? Ja, ich wollte es nur gesagt haben, ne? Falls irgendwer meint, ne, er müsste, ne? Okay. Dies war das. Und ich gehe jetzt. Uralter Gegner. Ich gehe jetzt. Aber ich bin ja schon. Ne, bin ja schon daheim. Ich bin ja schon daheim. Ja, naja. Jo. Imi hat ein Biersi. So groß wie der Schliersee. Und ich war ein Fisch.